Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir schauen wieder in die Kommentare rein. Sind wieder 7 Stück? Geil, freue ich mich riesig drüber. Dankeschön an euch alle, ihr seid cool. So, Safi Sunshine, nach der letzten Combo Mastery hat sich Mythic Stewie doch gelohnt. Karate Stewie, definitiv. Karate Stewie, mega geile Combo. Congrats, Safi Sunshine. So, dann haben wir Tom. Oh, das muss ich ein bisschen hochziehen, weil irgendwie bin ich hier gerade im Weg oder ich muss meine Birne mal ein bisschen zur Seite bewegen. Machen wir es so. Tom der Fan, ich würde eigentlich gerne immer einen Kommentar schreiben, also sage ich einfach danke für deine tollen Videos. Vielen, vielen Dank, Tom der Fan. Das tut Hallo. Gut, das freut einen. Hallo! So, erstmal ganz kurz. Erstmal wird der Tiger begrüßt. Hi, Tigi. So. Ich habe gesagt, erstmal wird der Tiger begrüßt. Hi, Tiggy. Alter, Waschi. Hi, Tiggy. So, Old Man Snyder. Ich habe Finger Gun Gale Peter einmal fusioniert. Ist doch gut. Irake Lobster ist auch super. Vor allem jetzt gerade momentan beim Animal. BGE, Roger Snyder Schrank und eine Bierkarte aus Family Guy, die aber schwierig zu schreiben ist. Wahrscheinlich. Family Guy, könnte das Power Tucker Patriot sein? Ich weiß es nicht. Warte, das sind nur 6. Ja, das sind 6 Stück. Wobei natürlich Peter ist gut, Eric Lobster ist gut, Rogers Kleiderschrank ist gut. Und falls es die Power Tucker Patriot Ale ist, müsste Family Guy sein. Dann ist die auch ziemlich gut. So. Ja, ich auch, aber Old Man Snyder mit Sicherheit noch nicht. So, also auf jeden Fall schon mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Auf jeden Fall coole Karten hast du, auf jeden Fall. Also müssen halt mehr werden, ne? Und so, dann haben wir hier nochmal, also ich habe 6 Legendäre und bin auch Arena 9, ja. Übrigens, Leute. Warte doch mal wieder ganz kurz. Das ist eben genau der normale Schnitt, sage ich mal, in Arena 9, dass man so. Ja, zwischen 5 und 10 Legendäre wahrscheinlich hat. So, was wolltest du denn? Leute, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, welche Karten von Animation Throwdown ihr am besten findet. Ja, könnt ihr gerne machen. So, also, dann haben wir jetzt hier von Manu Baya. Hi, Manu. Ein Kommentar. Ja, Servus nochmal. Servus, Manu Baya. Raffe dieses Free Offer Wall Gedöns nicht wirklich. Komm dafür neue Angebote. Würde mir bei meinen 2 Packs, die ich für Soldberg brauche, echt helfen. Ja, dieses Free Offer Gedöns. Das ist hier. Ja, das siehst du jetzt bei mir hier nicht. Weil das gibt's hier in der Online-Version nicht. Das Free-Offer-Gedöns ist, wenn du hier in den Shop reingehst. Warte mal, machen wir gerade mal in den Shop reingehst. Dafür haben wir gleich schon nicht sehr viele Gems zusammenbekommen. Da haben wir einige Gems zusammenbekommen, genau. Und dann gibt's hier Edelsteine. Und dann gibt's bei den Tablets oder Handys gibt's hier einen Bereich, der nennt sich Free. Haben wir da nicht 1000? 100 oder so zusammenbekommen? Ach, viel mehr. Ja, mit einer einzigen Aufgabe? Viel mehr, viel mehr. Und da gibt es hier einen Bereich, der nennt sich Free Gems. Bedeutet also, da spielst du dann irgendwelche irgendwelche Spiele und dann kriegst du für irgendwelche Aufgaben eben Gems. Und das ist der Offer Wall. Und da müsste das Ganze jetzt an diesem Wochenende eben verdoppelt sein, die Belohnung. Aber macht natürlich nur dann Sinn, wenn du es früh genug weißt und du quasi jetzt die Aufgaben fertigstellen kannst, weil die richtig guten, die brauchen ein paar Tage und insofern lohnt sich das dann nicht mehr wirklich. So, dann haben wir hier noch einen Kommentar, auch nochmal von Manu Baya, über den ich mich auch sehr gefreut habe. By the way, keine Erziehung erforderlich, ja gleich, bester Mann! Was? Nein. Bester Mann! Doch, stich hier. Herr Gleich, bester Mann! Bleib wie du bist. Nein, nein, ha, nein. Danke! Natürlich musst du ja gleich erzogen werden. Nein! Du brauchst dein Ziel. Geil. Dankeschön, Manu! Hallo, du hast dein Geil. Ziel und dringend nötig.
Beste Mann. So, jetzt sind wir mit den Kommentaren durch und dann schauen wir doch mal hier rein, was so aktuell am Start ist. Wir haben wieder den Mythic Brian in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle. Der ist geil. Die Schatulle finde ich weniger geil. Schauen wir mal, was hier weiter so ist. Also, dann haben wir jetzt hier das Mythic Bob Pack. Das ist natürlich auch cool, ne? Da kommen die irgendwie die Bilder nicht. Cadet Hill, Knife Wielding, Seal Bandit und Sacrificial Robot Code. Also für alle, die den Bob irgendwann mal im Swole Club so ansatzweise bekommen haben, aber niemals voll jetzt zuschlagen, weil das Ding geht hier 14 Stunden. Das ist ziemlich geil, wenn ihr dann den Bob auch noch mit dabei habt am Start. Und vielleicht fehlt euch ja nicht mehr wirklich viel. So ähnlich geht es mir jetzt hier beim Dr. Zoidberg. Da fehlen mir jetzt immer noch hier unten 70 Mythic Stones. Highschool Bill, Cuddles, Goggles, Cat und Lois Griffin. Ich werde das jetzt nicht machen, weil wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich nur zwei Stück. Ne? Und dann hätte ich 30 mehr und dann wäre ich bei 210. Ja. So, und ich würde mir in meinen allerwertesten Beisen, wenn dann, keine Ahnung, in 2 Wochen wieder irgendein Swole Club kommt und ich krieg den Zoidberg dadurch voll. Ich kotze, aber richtig. So, deswegen, ich spare jetzt meine Gems und dann gucken wir mal, entweder kommt es wohl mit dem Zoidberg oder es kommt kein Swole mit dem Zoidberg und je nachdem kaufe ich ihn mir dann oder kaufe ich mir nicht. So, also, auf jeden Fall, ich spare auf den. Ich krieg den auf jeden Fall. Aber er ist sowas von 100 Pro. Ja. ja. Dann sind wir hier bei der New Brian Box. Die hatte ich euch ja schon vorgestellt. Falconer Haley, New Brian, Goggles Cat, Cuddles, Bill Daughtry und Hank Hill. Mega geile Box. Definitiv. Und dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Und dann gucken wir mal, was gibt's denn da heute in der Daily Combo Mastery. Da mal einmal die Tina Tackle für 500 Gems. Tina Tackle war, soweit ich das in Erinnerung habe, schon drin gewesen. Wo sind die Combo? Da sind sie. Ich schieb sie mal wieder ein bisschen rüber. So, wir müssen ein mitten. Und dann sieht das doch schon besser aus. Also, Tina Tackle ist eine coole Combo auf jeden Fall. Du hast hier Bodyguard und du hast relativ viel Gas mit dazu. Aber 500 Gems, ja, sind halt hier jetzt Fighter-Karten, ne? Mit Snot Rocket, Fashion Wrestling, Brian, the Home Invader, Arlen YMCA. Sorry, ist schon wieder spät. Capoeira, Reginald. Auf jeden Fall geile, geile Combo, aber 500 Gems. No way. So. Dann haben wir den Armadillo Boomhauer. Und den gucken wir uns jetzt auch mal näher an. Das ist der Boomhauer mit Kostümkarten. Den finde ich persönlich jetzt weniger prickelnd. Entschuldigung, was war das? Mit einem Mäuerchen und einem Schild. Also, ja, nicht so dolle. Ja, braucht nur einer mit einem Stock zu kommen hier, mit einem Stock und das Mäuerchen durchzubrechen und dann sein böses Gas einzusetzen und dann ist der ruckzucki tot. So, also nicht wirklich spannend, Armadillo Boomhauer. Aber jetzt kommt eine Combo, die ist richtig geil. Dann muss ich sagen, das tut mir jetzt auch wieder weh, dass ich wieder keine Steine habe. Also ihr kriegt's mit, wie es mir geht hier live on air. Es ist so ein Scheiß, dass ich da jetzt nichts mehr hab. So, das ist der Borobu-Addict. Da ist auch wieder hier. Mit Punch. Du hast Cheer All. Du hast hier Schild für alle. Natürlich eingeschränkt, aber trotzdem. Hättest du 44 Schaden im ersten.
Angriff. Was haben wir denn hier? 42, 33, 42, 37, 42. War das jetzt wirklich die beste? War das die beste? 37, tatsächlich die beste. 44 war das Beste gewesen, ne? So, und die war hier ganz oben. 44 mit Baked Evil Monkey. Mit Baked Evil Monkey, die stärkste davon. Ja, wenn du da jetzt mal drauf rechnen würdest, jeweils 10%, wärst du bei 23 Punch. Bei 18, 18 für Schild und Schier. Bei 25 Angriff. Und bei 79 Leben, 25 und 23 ergibt 48 dann im ersten Schlag, was schon richtig geil ist. So, dann hättest du nochmal, kannst du nochmal 10% drauf, aber das machen wir jetzt nicht, weil ich glaube, ihr seid eh alle froh, wenn ihr irgendwie noch ein paar Steine zusammenbekommt. Ja, also es sind momentan relativ viele gute Kombos gewesen. Das hat uns dann doch ein paar Steinchen gekostet. So, wer noch welche übrig hat und eine Mythic Louise im Deck mit eben hier Chinchilla Addict Wayne oder sowas oder hier Leon Petard oder Hype No Toad oder sowas, Toad Licking. Ja, das Ding würde sich dann schon lohnen. Und dann kommen wir noch zu der geilsten, außergewöhnlichsten, tollsten, coolsten, unnützesten Combo, die es überhaupt in dem ganzen Spiel gibt. Naja, das ist Espresso Shot Teddy. Das ist so schlecht, ehrlich. Das ist so geil. Espresso Shot Teddy ist ein Teddy mit Espresso und Espresso gibt es eben tatsächlich nur in dieser Common-Version. Und dann kommt da der Espresso Shot Teddy raus. Haben wir ja schon gesehen, gibt es ja auch ganz andere hier mit Espresso Tina und so weiter. Mit immerhin 11-fach motivieren und mit einem 16er Schild. Ja, wer hätte das gedacht, da hier, was da aus der Common, aus dem Common Espresso noch alles rausgeholt werden kann. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ja, schreibt mir was in die Kommentare, wie ihr seht. Ich liebe es, eure Kommentare zu lesen und zurückzukommentieren. Und ich finde es auch total cool. Macht mir einen riesig Spaß. Und ja. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert den Kanal und läutet die Glocke und schaltet sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Slowdown Daily Job News mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.